Oh mein Gott, Kolke, pfeift das Spiel ab. Nein, Kolke ist so krank. Das muss es gewesen sein jetzt. Julia, wir haben's, Julia, wir haben's. Hört euch das mal hier an. Brust- und Feierstimmung zugleich. Der pfeift nicht. Ist der blöd? Hä? Wie lange will der noch nachspielen? Ja, okay, okay. Ja, spiel nach. Den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ist endlich soweit. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause gut überstanden. Die zweite Liga geht wieder los. Wir treffen auf den falschen FCA Heidenheim und passend dazu, um euch ein bisschen einzustimmen, habe ich was richtig Geiles für euch. Schaut einfach mal rein. Wurde mir zugeschickt von ihm. Vielen, vielen Dank dafür. Hallo liebe Hansa-Fans. Am Sonntag startet endlich die neue Saison. Ich hoffe, ihr seid alle voller Tatendrang. Freut euch auf die Aufgaben, die uns bevorstehen. Und ich hoffe, wir können wieder eine erfolgreiche, emotionale Saison zusammen feiern. Bis dahin, euer Nico. Vielen, vielen Dank nochmal an Nico Neithart. Seit 2019 bei uns im Verein, hat sich eigentlich schon in die Hansa-Geschichtsbücher eingeschrieben mit dem Siegtreffer beim 1:0 gegen St. Pauli. Besser geht's einfach nicht, ne? Und Zettel, guck zu. Los geht's. Ab nach Rostock. Ein Sieg. Motivation ist da. Wir nicht weg. Wir stehen fest wie eine Crew. Alle Mann an Deck. Wie der Wind auch weht. Wie die Kühlung geht. Hast du da? Ja. Zeig mal her. Neuer Sponsor. Haben uns Till rangeholt. Angekommen in Rostock wollte ich euch noch dieses Prachtexemplar zeigen. Die Hansa Cola Dose. Ey, ihr seht noch, der ganze Staub ist hier dran. Ich habe die nie ausgewaschen. Ihr wollt nicht wissen, was da drin lebt, ey. Keine Ahnung. Ja, musste ich euch zeigen. Hatte ich damals zurücklegen lassen, weil eine Bekannte von mir im Getränkemarkt gearbeitet hat und diese Hansa-Dosen so vergriffen waren. 2007, könnt ihr euch eventuell noch erinnern, die Bundesliga-Saison. Hier steht's drauf, perfekt. Auch noch ein Sticker, auch von 2728. Ja, man sieht's natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Werd auch noch so eine Schmuckstücke bei sich zu Hause. Einen Schluck sollte ich daraus dann aber nicht mehr nehmen. Sonst lande ich am Ende noch im Krankenhaus. Ab ins Stadion jetzt. Guckt euch diese Schmuckstücke an, die neuen Trikots. Was fällt auf? Der Max. Verhug. Verhug. Theo Martens, man muss auf den Nachwuchs setzen. Und bei mir? Warum hat der Typ kein Namen hinten drauf? Das ist jetzt die Frage, ja, die ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ich war mir unsicher, ich wollte so viele Spieler raufnehmen. Jetzt könnt ihr es gerne entscheiden in den Kommentaren, welchen Spieler würdet ihr gerne hier auf dem Trikot sehen. Ich glaube, man kann das immer nachbeflocken. Ja, lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Heim oder auswärts, was habt ihr euch geholt und wen hattet ihr hinten drauf? Ne? Ist auch immer die Frage. Welche Neuzugänge bei Hansa haben euch am meisten überzeugt? Ich liste euch hier einfach mal ganz kurz alle auf. Dressel, Pröger, Till, Strauß, Schröter. Den Volley-König Till. Ja, muss man sagen. Till, Champions-League-Erfahrung. Ja. Und du? Boah, für mich ist so Dressel ein bisschen der Geheimkandidat. Ne? Er hat bei München so eine gute Saison gespielt. Doppel-D regelt das, Digga. Doppel-D. Dennis Dressel, ne? Das ist schon eine Ansage, ja? Nicht mehr weit entfernt. Er müsste das Zentrum ein bisschen aufmachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er heute in der Startelf steht.
100! Stabil. Dennis Dressel! Mit der Nummer 7! Nico! Neutag! Er hat sich eine freie Rückennummer geschnappt. Die 5 ist passé. Es ist jetzt die Nummer 8. Herzlich willkommen! Simon! Nein! Schwedenpaar ist angesagt. Unsere Nummer 14! Sorte! Iverson! Mit der Nummer 16. Der Mann, der weiterwerfen und schießen kann. Unsere Nummer 16! Ein weiteres neues Gesicht mit der Nummer 19. Herzlich willkommen, Kai Röger! Und ebenfalls ein neues Gesicht im Kreis des FC Hansa mit der Nummer 29, Sebastian Thiel! Und er hat sich gedacht, Ausleihen ist okay, Festverpflichten ist viel, viel besser. Unsere Nummer 34, Lukas! Er hat sich gut gehen lassen. Kurz vor knapp. Wir haben es geschafft, Jungs. Das Problem ist gegen Lübeck. Ich suche noch Tickets gegen Lübeck. Ich brauche Tickets für Lübeck. Sitzplatz, 2 Stück. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwo ist verhindert oder irgendeinen Platz frei. Der kann sich gerne bei mir melden. Selbstverständlich gegen Bezahlung. Jo. Ich wäre euch sehr dankbar. Ich habe keine bekommen. Gegen Lübeck suchen wir noch was. Die Auswechselbank Fröhling, Schumi, Duljewitsch, Mutti, Martens, Dietze, Ananu, Meissner. Wir sind so gut aufgestellt in der Qualität. Es geht um den Klassenerhalt. Aber vielleicht gibt es ja auch die Überraschung. Und wir können vielleicht am oberen Tabellendrittel uns festigen. Mal schauen. Heidenheim mit ein paar Abgängen. Unter anderem Olli Hüsing, den hätten wir auch gerne gesehen gehabt. Tobias Mohr, der ist zu Schalke gegangen. Und Leipert, wichtige Hoffnungsträger. Das kann uns recht sein. Und es verbindet uns was. Jürgen Heinsch gehörte dank seiner großen Verdienste zur Ehrengarde des FC Hansa und war bis zuletzt bei fast eineinhalb Spielen im Ostseestadion. Seine Verbundenheit, die Treue und Loyalität werden wir immer in ehrenvoller Erinnerung behalten. Danke, dass du immer für den FC Hansa Rostock da warst.
gestartet! Natürlich, aber ist richtig. Mit den pinken Schuhen. Atabu! Ja! Der Müller, den kennen wir doch noch. Dreierkette, Ingelsson links, Mittelfeld, Nico rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger. Das läuft, das läuft. Offensiv. Komm, Junge! Ja, Volley, Volley, komm!
bisschen mehr vorm Spiel hatten wir, würde ich sagen. Ja. Aber da ist noch ein bisschen Steigerung möglich. Geile Kutte. 2-1 sagst du? Ja. Wollt noch was? Ich sage auch 2-1. Ich sage Verhoek 2 Tore. Rüger! Hast du auch? Verhoek! Hast du ein Wismar? Hast du ein Foto gemacht? Ja, aber hat meine Mutter gerade auf dem Handy. Ja, stark. Stark. Auch Unterschrift. Mit dem Johnny und Unterschrift. Jungs, hast du auch Johnny Freund? Bild gemacht? Ja, aber zu Hause. So muss das, so muss das. Grüße meine Familie. Schöne Grüße nach Österreich zu meiner Tante, zu meinen zwei Cousinen und zu meinem Onkel. Wir packen das noch. Heimsieg, Jungs. 0-0, bisher nicht viel. Gegangen, aber ich bin positiv eingestellt. Anpfiff, zweite Halbzeit. Solange wir nicht verlieren, ist alles gut. Die Null halten. Hey! Komm, Verhoek nach hinten. Abseits! Meine Fresse, Alter. Das wird noch. Danke. Das ist offensichtlich zu wenig. Komm, gut, gut, gut. Ey, nicht eine gute Chance heute. Und Paderborn, Karlsruhe geht unter. Dreck, Alter. Was ist das denn? Für das 1-1, bitte. Ein Tor, bitte. Junge, nur noch Heidenheim. Ey, nur noch. Die sind nur noch am Ball, ne? Meine Fresse! Abseits, Alter! 7 Minuten noch, wir hoffen irgendwie, dass noch ein Ding reingeht. Bisher sieht es nicht danach aus, aber Hoffnung stirbt zuletzt! Schummi! Nachspielzeit. Katastrophe heute. Das war's. Trauerspiel. Nichts ging nach vorne. Wir verlieren 1-0, brauchen wir nichts mehr sagen. Eure Meinung zum Spiel? Kein Kommentar. Man muss positiv sein, es geht nur um den Klassenerhalt. Man hat es heute leider wirklich gesehen, dass es da natürlich ein bisschen gefehlt hat. Aber wir sind trotzdem optimistisch und ja, hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Danke an jeden Support, für jeden Daumen nach oben. Wir bleiben natürlich stabil und sehen uns hoffentlich
im nächsten Video wieder. Alle nach Hamburg. Eventuell, wenn ihr noch irgendwas bezüglich Lübeck habt, könnt ihr es gerne mir auf Instagram schreiben. Zum Abschluss den Grillmeister hier nochmal. Muss man sich reinpfeifen jetzt hier. Ja, egal wie das Spiel ausgeht, ne? Wir bleiben stabil. Hauptsache die Wurst schmeckt. Und ihr habt natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Und schöne Ferien, Urlaub, Arbeitstage. Bis zum nächsten Mal.